Was waren die Highlights und die größten Herausforderungen als Landungsjährungsmeister? Ja, Highlights, es waren so viele. Das waren die Wettbewerbe, das waren die vielen Kontakte mit den Kollegen und Freunden. Herausforderungen haben wir sehr angesprochen. Das war einfach die Corona-Zeit und die Zeit danach, um einfach alle Kolleginnen und Kollegen zufriedenzustellen, zu informieren. Das war eine Riesenherausforderung. Wie gesagt, bis mitten in die Nacht hat es oft Telefonate gegeben. Aber es waren natürlich beruflich irrsinnig schöne Sachen mit Gewinnen des Bundeslehrlingswettbewerbs, ein paar Mal sogar und die ganzen schönen Veranstaltungen. Und viel Dank und Anerkennung von den Kolleginnen und Kollegen, die ich ja jetzt gekriegt habe, nicht nur heute bei der Veranstaltung, sondern auch in etlichen Briefen und Mails, die ich in der letzten Zeit gekriegt habe.